Ich leg mich jetzt gleich irgendwo mal erstmal hin. Es tut so krass weh gerade. Hätte er das nur vorher gewusst. Jetzt steht einmal pro Woche Rugby auf dem Stundenplan. Acht Uhr früh, wecken. Philipp, schnell. Gleich kommt Mr. Hutchinson. Mr. Hutchinson will be up now. Nicht mehr einschlafen, bitte. Jeder ist mal mit Waschdienst dran. Heute muss Andy ran und die Säcke mit sauberen Klamotten austeilen. Philipp hat fast zwei Socken an, aber schon vier Chinesen im Zimmer. Einer davon sein Mitbewohner. Noch beschäftigen die sich lieber mit Computerspielen als mit Philipp und dem College. Jetzt haben sie halt entschieden, dass sie mal bei mir spielen und vielleicht hat es ihnen hier so gut gefallen, dann sind sie gleich da geblieben. Das Blöde ist halt, dass sie halt irgendwie einfach ab und zu, sie haben jetzt die letzte Woche vielleicht fünfmal gespielt. Und das immer so bis 3 Uhr oder so. Und wenn ich dann mal früher schlafen gehen wollte, dann das ist halt so, dass die Kinder ein bisschen laut sind. Wenn man es dann halt sagt, dann sind sie 5 Minuten ruhig. Und dann das ist, glaube ich, so, dass, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich angeboren. Die haben einfach keine leise Sprechart. Andy humpelt. Das Rugby ging eben auf die Knochen. Aber die Blessuren waren es wert. Die Engländer haben die deutschen Spieler ins Herz geschlossen. Eben die, sagen wir, Verbindung, die wir jetzt zu den Engländern haben, kommt man eben auch hier ganz anders ins Schulsystem ran. Man hat mehr Spaß im Internat. Man hat einfach Freunde, mit denen man was unternimmt. Gutes Wetter ist jetzt nicht gerade so toll, aber damit findet man sich auch nach ein paar Wochen ab. Ja, Noten sind gut. Noten sind richtig gut zurzeit. Also es ist richtig gut. Ich arbeite viel schneller, weil wir müssen ja eben nur. Ich mache jetzt mein Abitur nicht in 3 Jahren, sondern in 2 Jahren. Und es ist halt richtig schnell, was ich zurzeit mache. Und es ist schon, also es ist schon richtig heftig, würde ich sagen. Photosynthese. It's the reproduction in leaves. CO2 got reproduced to H.O. Unterrichtssprache Englisch, mit kleinen Ausnahmen. Oh, du bist so. Ich habe einen riesigen Nachteil hier. Mein Deutsch ist schlecht. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr euch über den Unterricht unterhaltet oder über gestern Abend. Nein. Ich vermute eher über gestern Abend. No, never. Sunlight. We need sunlight. Das ist nicht wirklich. Wenn man einmal drin ist, dann geht's. Also man muss sich nur an die Sprache ein bisschen gewöhnt haben. Und wenn man eben Wörter wirklich nicht versteht, dann fragt man nach. Wir haben auch Engländer in der Klasse. Und die erklären es uns dann eben auch immer. Also das ist zum Beispiel kein Problem. Die ersten Wochen in Elsmere sind geschafft. Now we're ahead of last time. 18 Monate später. Der Ton ist scharf. Das Tempo hat angezogen. Ausdauertest. Wie immer in Elsmere, Andy und die anderen sollen bis an die Schmerzgrenze gehen. Mein Knöchel tut ein bisschen weh. Weil ich bin schon Dienstag nicht im Training gewesen, weil ich beim letzten Spiel nicht schon umgeknickt hatte. Und ich hatte halt an dem schon 2-fachen Bänderriss. Warum nehmen das hier alle so ernst? Bitte? Warum nehmen das hier alle so ernst? Es ist darum geht, einen Schnappner zu bekommen. Deswegen möchte ich da nochmal rein. Steg, try and stay on your feet if you can, yeah? Get up on your feet, Steg. We finish with a dinner. Euer Job ist erst beim Jahresdinner erledigt.
Also, bis morgen früh, pünktlich. See you tomorrow on time. Ständiger Druck, das ist die Philosophie der Schule. Drei Deutsche sind bereits gegangen. Wer bleibt, muss mitziehen. Ja, das ist natürlich das Beste. Also jetzt, unterrichtsmäßig haben wir natürlich auch ziemlich viel Arbeit und versuchen schon eigentlich nicht nur sportlich den Schüler zu fordern, sondern natürlich auch allgemein. Das ist so halt wie englische Schulen sind, dass sie eben sagen, dass man auch sich für irgendwelche Leistungen, wenn man was erreichen möchte, dass man halt was dafür auch einsetzen muss. Und dass es nicht halt einfach alles so easy geht, sondern dass man, wenn man was erreichen will, auch Leistung geben muss. Strenge Fristen, stramme Disziplin. Philipp nimmt es gelassen. Die Schule nimmt es bitter ernst und denkt sich eine Strafe nach der anderen für ihn aus. Warum machst du jetzt nicht Hausaufgaben hier? Weil mein Tutor hat beschlossen, dass es hilfreich für mich sein würde, wenn ich, keine Ahnung, ja, wenn ich halt in einem Study Room sein würde und wenn ich dann halt da arbeite, dass ich nicht von irgendwelchen Sachen abgelenkt werde, weil hier könnte ich mich einfach, keine Ahnung, schlafen oder sonst irgendwas machen. Müssen die anderen das auch? Nee, aber ich bin halt so ein kleiner Sonderfall. Seine Noten sind noch immer im Keller. Jeden Abend muss Philipp zum Lernen in dieses Kabuff, 2 Stunden lang. Habe ich sogar eine Bettdecke zum Zudecken. Weil es ist ein bisschen kalt hier drin. Wir haben hier 3 verschiedene Arbeitsblätter in verschiedenen Stufen. Ich tue mir einfach schon beim ersten schwer. Naja. Ohne Fleiß, kein Preis. Das ist einfach, naja, ist schwer, da kann ich nichts gegen sagen. Aber ich glaube, wenn ich genügend auch lernen würde und genügend aufpassen würde und alle meine Hausaufgaben machen würde, würde es, glaube ich, auch nicht so schwer sein, wie ich es mir mache. Ich würde jetzt viel lieber rausgehen und draußen irgendwas machen, aber wer hat schon Lust auf Schule? Den kann ich nur sagen, ihr seid anders. Abend am College. Der Stress vergessen, die Lehrer verschwunden. Wer Freunde treffen will, ist unterwegs. Ich finde, alle sind total sowieso. Es ist gar nicht mehr. Es war vielleicht letztes Jahr am Anfang, dass halt manche ziemlich komisch auf die Deutsche reagiert haben, aber jetzt gar nicht mehr. Jetzt sind die alle total offen. Man kann mit jedem lachen. Und mein Englisch hat sich halt auch mittlerweile noch mal deutlich verbessert, dass ich alles verstehe, worüber sich unterhalten. Und dass ich mitreden kann. Und das ist halt echt super. Okay. Doch nicht alle Deutschen sind begeistert von den Briten. In den Club des Internats trauen sich die Germans nur selten rein. Bis auf ein paar deutsche Mädchen und Andi. Die Deutschen suchen eher Kontakt zu uns, als wir zu denen. So ein paar Deutsche, die sprechen mit uns. Ja, ein paar haben mehr Selbstvertrauen, die kommen zu uns. Wir kommen nicht so zu denen, die hängen immer in der deutschen Gruppe rum. Mit den deutschen Mädchen kommen wir besser klar als mit den Typen. Die sind gute Flirts. Wenn sich jemand Mühe gibt, dann geben wir uns auch Mühe. Und klar, wir haben was in der Hose. I've got a Schlong. Völkerverständigung bis genau 22 Uhr. Dann ist Nachtruhe. Alle müssen auf die Zimmer. Jungs und Mädchen streng getrennt. Morgens 7 Uhr in Elsmir. Ich weiß mal noch nicht mehr, wo sein Haus ist. Erklär doch mal, was du da machen musst. Ja, ich musste jetzt bei unserem Hausmeister antanzen, weil ich gestern 2 Minuten zu spät zum Rollcall gekommen bin. Und wenn man Pech hat und er hat einen schlechten Tag, dann darf man sowas wie das hier machen. Einfach viel zu früh aufstehen.